Hallo zu einem neuen Video von E-Meise. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Das war gestern. Gestern war der zweite Weihnachtsfeiertag. Heute ist der 27. Dezember 2022. Und das wiederum bedeutet, wir haben nun, oder Marisa hat ihre Renault Zoe seit 5 Jahren. Das bedeutet also auch 5 Jahre Elektromobilität. Ganz kurz, die Geschichte ging so weiter. Ich habe dann im Februar, März darauf meinen E-Golf gekriegt, ein Jahr später im Februar verkauft, im März dann das Tesla Model 3, also dann fast 4 Jahre. Aber wir wollen euch ganz kurz erzählen, was Marisa für Erfahrungen gemacht hat, 5 Jahre Zoe, was wir für Erfahrungen gemacht haben, 5 Jahre Elektromobilität. Und sind wir noch begeistert, sind wir noch überzeugt, wie läuft es mit unserer Elektromobilität? Würden wir wieder gerne umsteigen, jetzt mit steigenden Stromkosten und so weiter? Das gibt es in dem Video. Ja, 5 Jahre Renault Zoe. Spoiler-Alarm, zufrieden? Ja. Wieder meine berühmte kurze Antwort. Ja, genau. Marisas super bekannte, langschweifige Art, ausschweifende Art. Ja, also zufrieden mit der Zoe. Das heißt, sie erfüllt alles, was du brauchst an einem Auto. Ja, definitiv alles. Sowohl Strecke als auch Komfort, Größe, alles da. Ja, also vielleicht einfach mal so zur kurzen Einordnung. Wir diskutieren ja häufig und über unsere Autos, über unsere Mobilität und so weiter. Schon bevor wir überhaupt dieses Thema Autowechsel in Richtung Elektromobilität und so gemacht haben, war schon so ein bisschen die Diskussion, brauchen wir 2 vollwertige Autos? Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Es kommen jetzt ein paar kleine aus China, glaube ich. Aber sowas wie eine Twizy von Renault schwebte der Marisa mal vor ursprünglich. Sie hat sich dann dagegen entschieden, weil der Komfort der Twizy einfach nicht so gut war. Und kurz darauf, nachdem die Entscheidung fürs Auto gefallen war, kam auch beruflich was Neues, sodass Marisa einmal in der Woche von Offenburg nach Freiburg fahren musste, etwa 70 Kilometer eine Strecke. Und das wäre natürlich mit der Twizy nicht gegangen. Und auch die Zugmöglichkeiten wären nicht ganz optimal gewesen, weil die Ausbildungsstelle in Freiburg nicht so optimal zum Zug lag. Also war dort die Zoe natürlich ideal. Ja. Also da würde ich sagen, wir haben eigentlich so die ganze Zeit waren wir immer der Meinung, ja, das war definitiv die richtige Entscheidung, auch von der Autogröße. Ich meine, wir hatten noch den Smart damals angeschaut, den E-Up, den gab es damals in erster Generation und eben die Zoe, den Twingo, den E-Twingo gab es nicht. Das, ja. Und es war tatsächlich gar nicht die Entscheidung für die Größe des Autos, sondern es war am Schluss die Höhe. Also das war das, was mich am Schluss überzeugt hat bei der Zoe. Das war eine Autobahnfahrt damals mit dem E-Up, die ich wirklich erschreckend fand, also diese Fahrt neben einem LKW-Rad. Also ist der Up einfach doch relativ klein. Ne? Ja, niedrig. Also niedrig, einfach sehr niedrig. Genau. Also man muss schon sagen, die Zoe, man muss ja schon sagen, so in der Größe von einem Renault Clio etwa, also wahrscheinlich eher dann die Größe des Polos von VW dann, also im Vergleich zum Up. Und ich glaube schon, dass das gerade auf der Autobahn schon ein bisschen mehr Auto einfach darstellt. Und das war in der Situation ideal. Ja. Und auch sonst, also man kann locker zu viert in diesem Auto fahren. Also Marisa hat immer wieder auch mal kurze Ausflüge mit Schülern oder so, wo die Buskapazitäten der Schule nicht ausreichen. Dann wird eben Privatauto verwendet und auch da wird die Zoe verwendet, genau. Dann, wir haben ja noch unsere Hündin, die Luna, die schnarcht da hinten im Eck irgendwo. Auch da sind natürlich Fahrten mit dem Hund nach wie vor überhaupt kein Problem. Kofferraum ist dafür absolut groß genug. Auch Fahrten zum IKEA oder solche Sachen, da taugt das Auto einfach absolut. Also diese Strecken von
60 Kilometer bis 70 Kilometer einen Weg. Und dann aber natürlich dort zu laden, während man sich dort aufhält. Das wäre ideal, genau. Überhaupt kein Problem. Ja. Also das funktioniert. Also vielleicht für alle, die Zoe gar nicht so richtig einordnen können. Ich meine, der Elektroautomarkt ist explodiert, aber genau diese Klasse an Fahrzeugen, also kleinere Fahrzeuge, die gibt es ja nach wie vor nicht so üppig am Markt. Jetzt im knackigen Winter, wir hatten erst vorvergangene Woche irgendwie so um die minus 10 Grad, da würde ich sagen, da muss man schon damit rechnen, dass die Zoe einen nur 100 Kilometer weit bringt. Oder? Ja. Ja, sowas. Also einfach realistisch mit ein ganz, ganz bisschen Puffer. Das heißt, so eine Fahrt 60, 70 Kilometer hier nach Karlsruhe, nach Freiburg, hin und zurück wird mit der Zoe dann schon knapp. Aber die große Frage ist jetzt eben, ist das ein Problem? In den meisten Fällen nicht. Ja. Ja, genau. Tatsächlich kommt es immer wieder mal vor, dass ich zum Beispiel nach Freiburg fahre, dann davon ausgehe, in einem Parkhaus zu laden oder bei IKEA oder in der Nähe von IKEA, wie auch immer. Und dann ist da alles belegt. Und dann finde ich es aufwendiger, weil man tatsächlich eine weitere Ladestation suchen muss, nochmal irgendwo hinfahren muss. Ja. Da wünsche ich mir tatsächlich einfach noch mehr Ladesäulen auf Parkplätzen, in Parkhäusern. Und das müssen keine 300 Kilowatt Ladesäulen sein, sondern da reichen, 7. Ja. Also, ich stehe da länger als eine Stunde im Normalfall, um zum Beispiel durch die Stadt zu laufen oder durch den IKEA oder irgendwie sowas. Also, ja. Ich meine, da muss man sagen, da ist die Zoe ja, die kann bis zu 22 kW laden, also die Zoe, die Marissa hat. Die meisten Typ 2 Ladesäulen würden das ja sogar schaffen, aber selbst wenn sie nur 11 schaffen würden, völlig ausreichend, um einen 22 Kilowattstunden Akku der Zoe von damals, das gibt es ja heute gar nicht mehr, zu laden. Als wir vor 5 Jahren in dieses Thema eingestiegen sind, da haben wir ja immer gesagt, ja, es gibt jetzt schon relativ viele Lademöglichkeiten. Und das ist jetzt genau die Frage, hat sich das in den letzten 5 Jahren innerstädtisch für genau diesen Anwendungsfall so gut weiterentwickelt? Da ist meine Meinung nein. Mhm. Natürlich sind die Ladesäulen viel häufiger belegt, weil es jetzt einfach sehr viel mehr Elektroautos gibt. Und ganz wichtig, ich rede hier nicht von kostenlosen Ladesäulen. Also wir waren nie irgendwie nur auf der Suche nach den kostenlosen Ladesäulen bei den Supermärkten oder irgendwie sowas. Also das ist jetzt eh nicht mehr. Genau, das hat sich größtenteils erledigt. Ja. Ich glaube, weiß gar nicht, bei IKEA geht es, glaube ich, noch, aber das werden wir dann sehen. Also um das geht es überhaupt nicht, sondern eher um dieses innerstädtische Laden. Ich fahre ganz gemütlich in ein Parkhaus, habe da eine Ladesäule zur Verfügung. Ich fahre ganz gemütlich auf einen größeren Parkplatz und da stehen eben einige Ladesäulen. Und genau diese Entwicklung haben wir in den 5 Jahren nicht erlebt. Ja, und das finde ich ein bisschen schade, dass es diese Entwicklung nicht gab. Und das wäre meines Erachtens die deutlich einfachere, extrem kostengünstige Entwicklung gewesen, mehrere solche Ladesäulen, die nur bis zu 10 kW oder 11 kW laden oder vielleicht auch nur 7 oder 3,5 oder wie auch immer, hinzustellen und davon aber halt gleich mal 4, 5, 10, vielleicht 15. auch noch mehr. Und diese Entwicklung gab es nicht und das finde ich sehr schade. Was sich verbessert hat, sind eben diese Schnellladesäulen, mit denen ich nichts anfangen kann. Genau. Und das ist jetzt ganz wichtig, die ist eine Erfahrung, also weil Marissa vorhin mal so, meistens war ich zufrieden. Es gab ja eben diesen einen Fall, Rückfahrt von Freiburg, in Freiburg keine Lademöglichkeit gehabt, es war aber noch Sommer, das heißt, das Auto hat deutlich mehr Reichweite. Und dann wurde es aber auf dem Rückweg dann doch ein bisschen knapp, zu zweit im Fahrzeug. Und dann eben so, naja gut, kein Problem, ich fahre einfach kurz raus, paar Minuten anstecken, weiterfahren. Die meisten an den Autobahnen entlang aufgestellten neuen Schnellladesäulen oder sehr viele davon haben keine Typ-2-Möglichkeit mehr. Ich werde den Abend nicht vergessen, Marissa kam nach Hause und hat gesagt, ich brauche ein Auto mit einem CCS-Anschluss. Ne, die neue Renault Zoe kann man haben mit CCS, aber eben die alte nicht. Und bevor jetzt irgendjemand einwirft, verkauft doch die Zoe, kauft eine neue und so weiter, das ist genau eben nicht unser Denken, das haben wir in vielen Videos schon gesagt. 5 Jahre ist für uns jetzt mit einem Auto keine lange Zeit. Also eigentlich ist der Plan schon, das Auto definitiv noch eine ganze Weile weiterzufahren. Und
eigentlich kurzes Fazit zur Zoe sozusagen. Ja, die kann ja nichts dafür. Ja, die kann nichts dafür. Also im Prinzip, wenn jetzt die Ladeinfrastruktur auf Typ-2-Ebene noch deutlich besser werden würde, innerstädtisch, dann wäre es überhaupt kein Thema. Hier zu Hause haben wir eine Möglichkeit zu laden. Wir haben eine Wallbox natürlich, die auch mit der Photovoltaik gekoppelt ist. Also da haben wir quasi den Idealfall im Sommer. Aber natürlich auch jederzeit die Möglichkeit im Winter, man weiß, man will weg, anstecken, hochballern auf 11 kW, 22 kW würde sogar gehen. 11 kW nur ist ja eingestellt, genau. Dann würde man aber relativ schnell die Zoe wieder voll kriegen. Ja. Also für genau diesen Anwendungsfall als typischer Zweitwagen ist die Zoe auch mit dem 22 Kilowattstunden Akku eigentlich wirklich richtig gut. Also würden wir eine Empfehlung aussprechen, weil die Zoe ja sicherlich eines der wenigen Autos ist, für diesen vernünftigen Gebrauchtmarkt gibt, also die alte? Ja, also immer noch. Man muss sich definitiv überlegen, was fahre ich, für was brauche ich ein Auto, brauche ich es nur in der Stadt? Oder fahre ich auch damit nach Tirol oder in die Schweiz oder was auch immer, dann würde ich sagen, nee, dann überleg dir was anderes. Oder eben eine neue Zoe. Genau, die bietet ja, glaube ich, alles. Genau, die neue Zoe hat einen viel größeren Akku, hat nochmal ein bisschen bequemeres Fahrwerk, hat ein bisschen mehr Technik und eine CCS-Möglichkeit. Ja. Zwar auch nur, glaube ich, bis 50 kW, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber immerhin, also das ist dann schon ganz gut. Ja. Also von dem her wäre die Zoe mit dem 22 Kilowattstunden Akku, vielleicht sogar mit dem 43, dann braucht man gar nicht diskutieren. Auch die gibt es sicherlich günstig. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja, die gibt es ja sogar noch neu. Ja, ja, die gibt es noch neu. Aber sicherlich die älteren Modelle auf dem Gebrauchtmarkt. Das Einzige, was ihr da beachten müsst, wäre das Thema Akkumiete. Damals hatte Renault, ja, für die neuen gibt es nicht mehr, aber Renault hat für die alten Modelle, so wie Marisas Auto, eben noch sehr häufig diese Akkumiete. Man kann den Akku gar nicht so wahnsinnig teuer rauskaufen in der Zwischenzeit. Nach wie vor ist es so, Marisa hat noch immer nicht genug Kilometer aufs Auto gefahren. Weißt du in etwa, wo wir stehen, wo du stehst? Nee, okay. Also das haben wir jetzt vergessen nachzuschauen. Vielleicht schauen wir es nach und ich schreibe es rein, den Gesamtkilometerstand. Den Gesamtkilometerstand schauen wir euch gleich nach und liefern euch das. Aber Fakt ist, wir haben uns das ja damals ausgerechnet, wie lange könnte Marisa quasi diese Akkumiete von wie viel Euro im Monat bei dir? 50 Euro im Monat bezahlen, 60. Bis sich das irgendwie mit dem Akkukauf damalige Verhältnisse also ausgeglichen oder gelohnt hätte. Also das waren, glaube ich, 10 Jahre. Genau, das wären 10 Jahre gewesen und arg viel mehr fährt Marisa tatsächlich nicht. Also da ist unsere Rechnung aufgegangen oder deine Rechnung. Sogar es ist so weit gekommen, dass Marisa wahnsinnig viel Fahrrad fährt in der Zwischenzeit innerhalb der Stadt. Zum Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, die Zoe steht tatsächlich dann auch häufig hier bei uns im Carport. Im Sommer fast nur. Jetzt ist das iPad in die Mitte gewandert. Schnitt. da ist die App drauf, um die Zoe anzusteuern. Die ist auch ein bisschen besser geworden als ganz zu Anfang, aber sie kann jetzt keine Wunder. Also das Auto hat jetzt 32.500 Kilometer grob auf der Uhr. Und das in 5 Jahren, könnt ihr euch ausrechnen, das ist keine Wahnsinnskilometerleistung pro Jahr. Also deutlich unter 10.000 Kilometer und genau so haben wir das eigentlich auch berechnet gehabt. Und dann ist das mit dieser Akkumiete eben überhaupt kein Problem. Gab es Probleme mit der Zoe? Reparaturen, teure Servicefälle oder ähnliches? Da war letztes Jahr irgendwas. Genau, ja. Letztes Jahr war es mit der Klimaanlage. Ah, ja, genau, Klimaanlage. Ja, Klimaanlage ist wohl ein Renault-Problem. Renault, glaube ich, würde ich sagen, weil der alte hat es auch gehabt. Genau, also unser Modus hatte auch eine kaputte Klimaanlage. Und jetzt war es tatsächlich einfach nur ein kleiner Schlauch an der Klimaanlage, der defekt war. Das hat relativ lange gedauert, bis das Ersatzteil da war. Und auch die Reparatur war, ich glaube, um die 300 Euro oder sowas. Oder sogar mehr als 300 Euro. Na gut, es ist alles so ein bisschen im Rahmen noch von dem Service mitgelaufen. Die Servicekosten an sich sind absolut okay. So um die 100 Euro meistens. Genau. Also manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Da macht Renault relativ viel an diesen Servicegeschichten. Natürlich immer die ganzen Innenraumfilter, Klimaanlagenfilter und so. Genau. Dafür ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich,
dass jetzt der... Wobei man es ja nicht machen müsste. Ja gut, also. Aber ohne Klimaanlage. Nein, ich meine den Service. Ja. Muss genau. Man ja nicht. Aber ich meine immerhin, diese Klimaanlage-Defekte, die sind schon ein bisschen ärgerlich. Das muss man sagen. Das ist aber wohl eine Renault-Krankheit. Ansonsten, ja. Birnen haben wir ausgetauscht. Ach ja, genau. Vor kurzem erst. Wir haben mal die Scheinwerfer ausgetauscht. Also die Birnen der Scheinwerfer. Ging auch unkompliziert. Ja, das war okay. Also das kann man selbst mit vier linken Händen ganz gut hinbekommen. Aber sonst war mit dem Auto nichts gut. Es sind unter 33.000 Kilometer natürlich auch keine wahnsinnige Kilometerleistung. Aber nach wie vor 5 Jahre mit der Zoe. Wir wollen sie, oder Marissa will sie definitiv nicht loswerden. Und schaut nicht nach einem neuen Auto. Es gibt, die Zoe wäre sicherlich auch wieder eine Alternative, wenn. Ja, also ja, die aktuelle. Neue, ja. Die wäre sogar eine super Alternative, aber vielleicht sogar der Twingo. Der E-Twingo wäre sicherlich eine ganz gute Alternative für genau das, was Marissa zu 90% macht, nämlich Stadt. Und die letzten 10% bewegen sich auch mal auf der Strecke, also über Land, maximal 100 Kilometer eine Strecke. Aber das ist das absolute Maximum, würde ich sagen. Kam am Anfang ein bisschen häufiger vor, da sind wir mit der Zoe natürlich sehr viel mehr unterwegs gewesen. Genau. Also, und jetzt noch das große Thema Elektromobilität in 5 Jahren. Wir haben ein bisschen was schon vorausgenommen, dass unserer Meinung nach so dieser Ladesäulenausbau auf der einen Seite super ist, was die Fernstrecke betrifft, aber suboptimal in den Städten, da muss sehr viel mehr passieren, vor allem wenn man bedenkt, dass da so diese ganzen Laternenparker, also sprich die Menschen, die keine Stellplätze am Haus haben, keine Tiefgaragen und so weiter an der Mietswohnung, für die muss es ja dann auch Möglichkeiten geben und das schrumpft natürlich die Möglichkeiten für jeden anderen. Hier bei uns, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt in Berlin, München, Hamburg wahrscheinlich ein bisschen besser ist vielleicht. Das wisst ihr, schreibt es in die Kommentare. Was ich so aus YouTube-Videos weiß, München scheint ganz gut zu sein. Da gibt es wohl relativ viele Möglichkeiten. Also hier bei uns, nachdem wir am Anfang von unserer YouTube-Tätigkeit immer gesagt haben, oh, Offenburg total weit voraus, es passiert total viel. Es ist einfach in den letzten 3-4 Jahren fast nichts mehr passiert. Auf den Dörfern... Genau, also im Bereich dieser, kleinen Ladesäulen ist nichts mehr passiert. Die großen, also die Schnelllader, da gab es mehr Zuwachs. Genau, also Zuwachs. Die Schnelllader haben ganz gut Zuwachs, sogar auch auf dem Land. Ne? Da gibt es jetzt hier irgendwelche Dörfer, die am Rathaus einen 350 kW Lader stehen haben oder so. Aber eben so dieses typische Einkaufsthema, da ist nichts passiert. Nichtsdestotrotz haben wir überhaupt irgendwie einen Hauch von einer Idee, wieder von den E-Autos wegzuwollen? Nö. Nee, also. Marissa hat sich gerade in der Schnittpause beschwert, dass ich zu viel rede und sie ja gar nichts, aber jetzt wisst ihr warum. Nein, also für mich gibt es definitiv keine aktuelle Alternative. Verbrennungsmotoren gar nicht, Hybride halten wir für schwachsinnig, weil man schleppt einfach 2 Technologien mit, die dann auch rumgetragen werden müssen. Ja, also wir stoßen mit unserer Form der Elektromobilität definitiv nicht an Grenzen. Wir können alles machen. Wir haben den Tesla, um die wirklich weiten Strecken zu fahren. Also selbst Südfrankreich im Urlaub oder was auch immer, was wir bisher gemacht haben, überhaupt kein Problem. Auch jetzt hier über Weihnachten. Ich habe das Auto einmal richtig vollgeladen am Supercharger und dann über die ganzen Weihnachtstage zu den Eltern besuchen und so weiter und so fort. Und heute noch einkaufen gewesen, ein bisschen entfernt. Und es sind immer noch 100 Kilometer im Akku, also Restreichweite. Also da, mit dem Tesla alles kein Problem. Mit der Zoe, so wie wir es haben, auch kein Problem, weil wir hier natürlich die Ladestation haben. Genau. Also wir könnten jederzeit das Auto anhängen. Genau, also für uns, für unseren Anwendungsfall, funktioniert die Elektromobilität schon seit 5 Jahren wirklich perfekt. Ja. Es gab in 5 Jahren, und das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, also all die Zweifler, es gab in 5 Jahren, glaube ich, keine Situation, wo wir gesagt hätten,
können wir uns jetzt irgendwo einen Verbrenner leihen oder so? Nee. Also ein größeres Auto. Ja? Also wir haben schon den VW-Bus deines Vaters benutzt, wenn du mit den Schülern unterwegs warst. Ne? Also wenn halt sechs, mit acht Leuten. Genau, acht Leute ins Auto müssen. Aber das hat für uns überhaupt nichts mit dem Verbrennungsmotor zu tun. In der Zwischenzeit gäbe es ja sogar Transporter als Ehe. Haben wir unser Umfeld beeinflusst mit unserer Elektromobilität? Wir haben es versucht. kläglich gescheitert. Wir bemühten uns redlich sozusagen. Ja. Also tatsächlich aus unserem direkten Umfeld, also die Leute, die wir nicht über die E-Mobilität kennengelernt haben, also unsere Familien, unsere Freunde, ist bisher niemand umgestiegen. Und bei manchen standen tatsächlich sogar Autokäufe an. Das überlege ich jetzt gerade eigentlich. Ja, Katja, Björn. Ja. Ja. Also Familien, wobei... Nee, da stand nichts an. Da stand nichts an zum Kaufen, aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, gerade dein Vater würde das nächste Auto für sich, für seine normale tägliche Mobilität, den VW-Bus benutzt er nur als Transporter sozusagen, also wir haben Landwirtschaft und so weiter, aber seine tägliche kleine Mobilität, da würde er sofort auf ein ganz kleines E-Auto setzen, eine Zoe, ein Twingo. Also das würde ihm locker reichen. Ein bisschen Kofferraum muss er haben. Ja, genau. Also aber dann vielleicht wie heißt der, Känguru? Känguru, ja. Vielleicht. Aber wenn man die Sitze umlegt, wäre es auch kein Problem. Also er ist der Einzige, der ernsthaft drüber nachdenkt. Die Möglichkeiten wären da. Ich meine, Starkstromanschluss zu Hause an einem landwirtschaftlichen Gebäude ist natürlich da. Alle anderen tun sich schwer, wollen entweder ihre Autos noch weiterfahren, was ja auch vernünftig ist, aber sehen tatsächlich, also sowohl meine Eltern als auch zum Beispiel mein Bruder, seine Frau, die sehen noch ein bisschen zu viele Probleme beziehungsweise haben noch eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Elektromobilität. Das heißt, dieses Auto muss zu 100% genau erstmal das abdecken, was ihr jetziges Auto tut. Was wir immer wieder versuchen zu erklären beim Thema Elektromobilität jetzt nach 5 Jahren, das ist genau die falsche Denke, wenn man hingeht und sagt, ich habe diesen Use Case jetzt mit meinem, keine Ahnung, Mercedes A-Klasse oder sowas und genau so muss es wieder sein. Das geht, da muss ich ein bisschen mehr Geld ausgeben, da muss ich mir einen Tesla, ein ID oder irgendwie sowas kaufen. Wenn ich aber bereit bin, einfach so ein ganz kleines bisschen umzudenken, meine Mobilität ein bisschen neu zu denken, auch bereit bin, mich darauf einzulassen, dann ist unsere Erfahrung, es funktioniert definitiv. Mhm. Also wir haben auch Denkmuster verändert. Wir fahren ganz anders Fernstrecke zum Beispiel. Stimmt. Viel angenehmer. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist viel entspannter. Auch wenn das maximal 2 Stunden und dann eine Pause. Braucht sowieso. Genau. Und jetzt muss man dazu sagen, der Tesla fährt ja so, könnte ja sogar länger als, ich weiß nicht, 200 Kilometer fahren. Und trotzdem haben wir Pausen meistens alle 2, 2,5 Stunden. Also vielleicht, wenn wir losfahren, schaffen wir es mal auf 3 Stunden. Und dann hängt man das Auto kurz an, macht eine kurze Pause, warum auch immer, Toilette, Essen, Trinken, irgendwie sowas und fährt weiter. Das war für uns irgendwie so ein natürlicher Umdenkprozess. Klar, wir waren am Anfang, wir sind früh eingestiegen in die Elektromobilität, da hat man sich viel mehr damit beschäftigt. Wir hatten gar nicht den Anspruch, dass dieses Auto 1:1 alles ersetzen soll. Und für uns hat sich die Mobilität durch die Elektromobilität verbessert. Angenehmer gestaltet. Ja, Fernstrecke. Fernstrecke. Ich finde auch die tägliche Mobilität ist angenehmer. Es macht mehr Spaß auf jeden Fall. Genau. Es macht definitiv mehr Spaß, mit dem Elektroauto auch in der Stadt rumzufahren. Ja, gerade in der Stadt. Also, Genau, es ist leise, es vibriert nichts, stinkt nicht. Fährt sofort los. Ja, genau. Keine Schaltvorgänge und so weiter. Ja, genau. Also diese ganzen Vorteile der Elektromobilität, die gibt es wirklich und wir genießen sie seit 5 Jahren. Und genau das sind die Gründe, warum wir es überhaupt nicht missen wollen würden. Aber tatsächlich, der Umstieg fällt ganz, ganz vielen immer noch schwer.
dieses Video ist eigentlich ein Suchbildvideo. Immer wenn sich was verändert, nämlich das iPad zum Beispiel, ich hatte dann war wieder ein Schnitt. Das war es quasi kurz zusammengefasst. Die Zoe passt. Passt. Absolut. Elektromobilität nach 5 Jahren. Passt. Und also das ist jetzt nicht geschön geredet oder was auch immer. Für unsere Form der Mobilität absolut perfekt. Ja. Gar nicht anders vorstellbar. Wir wissen aber durchaus, dass es Anwendungsfälle gibt, wo es nicht passen würde. Ne? Genau. Wenn ich jeden Tag ein Boot oder einen Pferdehänger ziehen muss, wenn ich Außendienstmitarbeiter bin und hunderte Kilometer jeden Tag unter Zeitdruck runterspulen muss, das ist das Entscheidende unter Zeitdruck. Ne? Vielleicht geht es da nicht, aber wer weiß, vielleicht geht es auch mit neuen, heutigen, großen Modellen. Ja, besser als noch vor 5 Jahren. Es gibt aber auch mehr Auswahl und viel mehr Lademöglichkeiten natürlich. Aber das Thema Zeitdruck und Elektromobilität auf Langstrecke, das ist ein bisschen schwierig. Also auch das habe ich schon erfahren, auf dem Weg mit dem Tesla wohlgemerkt, zu einer Fortbildung, die einfach sehr früh morgens startet, um 9 oder so. Und man hat 400-500 Kilometer Anfahrtsweg. Boah, da muss man schon verdammt früh los. Und da sind dann je nachdem diese 20 Minuten Laden zwischendurch mal dann schon halt so ein Punkt, wo man dann überlegen muss. Aber für mich persönlich absolut kein Grund, die Elektromobilität nicht zu nutzen. Ja, also, weil man muss sich überlegen, wie oft kommt das vor. Genau. Also, in unserem Fall so sehr, sehr selten, ein- oder zweimal im Jahr, unter Zeitdruck. Zeitdruck. Und das ist bestimmt nicht das Thema, aber wer das jeden Tag hat, der kann sich es überlegen, dann muss es sich vielleicht noch überlegen. Aber und es vielleicht mal ausprobieren. Ich finde, das ist so ein, glaube ich, ein wichtiger Tipp, dass man sich Auto mal ausleiten, Elektroauto, und dann einfach mal es auch mal länger als jetzt ein paar Stunden, zwei Stunden nutzen, tatsächlich mal 2 Tage. Ja, oder sogar mal 2 Monate. Ne? Ja. Also es gibt in der Zwischenzeit, das ist jetzt keine Werbung oder so, es gibt Abo-Angebote von verschiedenen Vermietern, Abo-Firmen und so. Da könnt ihr Autos beliebig lange, teilweise beliebig kurz auch oder so, mit schnellen Kündigungsfristen probieren. Ihr könnt auch verschiedene Modelle durchtesten. Also ich glaube, es ist die Zukunft und es muss sich in die Richtung bewegen. Und darum ist das sicherlich auch für Leute, die einen täglichen Anwendungsfall haben, der nicht so typisch Elektroauto ist, könnte man es mal probieren. Ja, das soll es mit diesem Video eigentlich schon gewesen sein. Das soll es mit dem Jahr gewesen sein, in dem ihr uns relativ wenig gesehen habt. Wir haben ja schon ausführlich, oder ich habe euch ausführlich erklärt, woran es liegt. Ihr seht, das Thema Elektromobilität ist für uns relativ ausgelutscht. Absoluter Alltag, genau. Es ist fast schon langweilig geworden. Und man sieht es ja auch, die allerersten YouTube-Recken sozusagen, die vor uns, mit uns gestartet haben. Um die meisten von denen ist es relativ still geworden auf YouTube. Und das liegt einfach dran, weil wir alle eigentlich mal los ins YouTube-Universum sind, um zu zeigen, dass Elektromobilität funktioniert. Und ich glaube, nach 5 Jahren können wir es definitiv sagen, dass es das tut. Und dass es fast niemanden mehr, bis auf ein paar wenige Ausnahmefälle gibt, für den es nicht funktionieren könnte. Und dieses Thema hat sich tatsächlich erledigt. Wir sind kein Autotestkanal, das wollen wir auch nicht sein. Es geht sogar eher darum zu zeigen, und das soll auch dieses Video zeigen, man kann so ein Auto auch 5 Jahre und länger fahren. Man muss es nicht nach einem halben Jahr wieder verkaufen und diesen ganzen Wahnsinn da ankurbeln. Und die Autos sind auch nach 5 Jahren, also so ein altes Elektroauto wie die Zoe von Marisa, ist immer noch gut. Ja, fürchterlich eigentlich so ein Satz. Ne? Also in unserer Wahrnehmung fährt ein Auto 10, 12, 15 Jahre. Ne? Also so haben wir unsere alten Autos genutzt oder unsere bisherigen Fahrzeuge immer genutzt. Und so kennen wir das auch von unseren Eltern. Und jetzt reden wir hier schon, wow, wir haben 5 Jahre altes Elektroauto. Also das ist leider ein Trend geworden, den wir eben nicht unterstützen wollen. 5 Jahre das Gleiche. 5 Jahre das Gleiche, ja, natürlich. Also 5 Jahre dasselbe Auto fahren. Nicht zu wechseln, nicht zu tauschen und immer noch zufrieden zu sein und seinen Alltag problemlos damit bewältigen. Also, ach so, das haben wir vielleicht sogar vergessen. Wir wissen nicht,
wie viel Akkudegradation die Soja hat. Ich glaube, es wurde mal bei einem Service ausgelesen, es war nicht wesentlich relevant, aber es ist auch für den Alltag absolut nicht relevant. Ich habe auch nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie weniger Kilometer anzeigt oder so. Also, das variiert ja sowieso so stark mit den Temperaturen und so weiter. Ich hatte diesen Sommer sogar mal an einem Tag nach dem Laden hat es 200 Kilometer angezeigt. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nie. Ja, ihr seht. Und das nach fast fünf Jahren, viereinhalb Jahren. Ne? Mhm. Also das variiert so stark und im Alltag, wenn ihr ein Auto habt, das so in etwa eure Reichweitenwünsche erfüllt, dann tut es das auch noch locker nach fünf Jahren. Also dann bleibt uns nur euch guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Mhm. Ihr habt noch vier Tage. Vielleicht kommt noch mal was von uns, aber mal schauen, was noch ansteht in den nächsten Tagen. Wir haben ein bisschen frei, das wollen wir nutzen. Natürlich geloben wir wie immer Besserungen und wollen euch noch viel, 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 viel mehr bespaßen. Aber wir sind keine Profi-YouTuber, wir werden keine Werbung schalten, wir werden keine Kooperationen eingehen oder irgendwie sowas. Und darum bleibt es bei dem eher dürftigen Content sozusagen. Also nicht dürftig inhaltlich, hoffe ich, sondern was die Anzahl betrifft. Das Allerwichtigste, bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst euch nicht wahnsinnig machen von der ganzen negativen Stimmung da draußen. Die manche haben, nicht alle. Nicht alle, genau. Aber wir versuchen immer, die Dinge nicht ganz so schlimm zu sehen und nicht ganz so dramatisch zu sehen. Es gibt nur wenige Dinge, die für uns dramatisch sind und das ist tatsächlich der Klimawandel. Da versuchen wir ganz, ganz viel, damit da irgendwas vorangeht und sind da tatsächlich immer wieder enttäuscht. Aber auch das ist eine Sache, wenn wir es nicht versuchen und wenn wir nicht weitermachen und wenn wir nicht dranbleiben, wird definitiv gar nichts passieren. Wenn wir stehen bleiben und sagen, naja, es passiert halt oder ich persönlich kann jetzt nichts machen, dann wird auch nichts passieren. Bleibt positiv und bleibt vor allem gesund. Mhm. Guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann.